Was geht ab, Leute? Hier seid ihr, der Dance28 und herzlich auch durch dieses neue Video. Erstmal, ich muss kurz was sagen. Ganz kurz, bevor ich das eigentliche Video anfange. Ich sitze hier gerade, es ist gerade 11 Uhr. Ich habe eigentlich für dieses Video meinen Ventilator da hinten ausgemacht. Ich merke gerade, wie immer wieder gerade die Brühe läuft, deshalb sorry, ich mache den jetzt an. Also, dieses Video bekommt einen Flughafen. Es geht halt nicht einfach. Man muss halt wissen. Ansonsten muss ich direkt ausmachen. Man muss sich dann so oder so, weil naja, der Ventilator hier kühlt nämlich nicht nur mich, sondern auch hier irgendwie meinen Laptop. Auch wenn er selber noch Ventilatoren hat, aber naja, überhitzt sich ja trotzdem die Oberfläche trotzdem. Und dann auch, ja, okay. Auf jeden Fall zurück zum eigentlichen Video. Es geht nämlich darum, ihr kennt doch bestimmt alle. Natürlich kennt ihr das, wenn ihr ein Produkt kauft, kennt ihr doch oben das Ablaufdatum. Ja, wir reden jetzt tatsächlich mal über das Ablaufdatum. Und zwar tatsächlich, warum ich dagegen bin, dass man das Ablaufdatum abschaffen möchte. Weil es gab schon öfter mal die Diskussion, dass man das für manche Produkte abschaffen möchte. Zwar nicht für Fisch- oder Fleischprodukte, nee, sondern für andere Sachen. Ich glaube, es war für Milch oder Puddings oder sonst irgendwas. Oder auch. So, warum ich aber dagegen bin, ist nicht wegen diesem Standardsatz, ja, nur weil da steht, zum Beispiel jetzt hier bei, ich habe gerade das hier steht zum Beispiel 6.6.2022. Wow, 7 Tage vergangen, deshalb tödlich. Nein, es geht nicht um diesen Ding, nur weil da jetzt 6.6.2022 steht, heißt es nicht, dass es jetzt irgendwie schlecht ist. Nein, ich habe es gerade getrunken, war sehr lecker. Gute Qualität, okay. Es geht eher darum, stell dir mal vor, du stellst was in den Kühlschrank und vergisst es. Dann hilft mir das Mindesthaltbarkeitsdatum dafür, dann zu gucken, ob das dann überhaupt noch gut oder nicht mehr gut ist. Denn ich habe nämlich gerade was aus dem Kühlschrank geholt, Zuerst, also es war, also das hier ist eine Fruchtbuttermilch. Dann habe ich gerade eine reine Buttermilch getrunken. Dachte zuerst, ja, reine Buttermilch. Habe ich gesehen, es war seit März abgelaufen. Also so eine Milch seit März abgelaufen. Dann habe ich es auch ausgeschüttet, es war nur noch Pudding. Erstens, aufgrund dessen ist es wichtig. Dann auch mal, weil ich vor ein paar Jahren zum Beispiel auch eine Maggi-Soße genommen habe von 2015 und 16 und so. Ja, ist halt noch ein Trauma für mich. Ja, seitdem mag ich keine Maggi-Soße mehr. Oder mein Kalber- oder mein Kaberpulver-Trauma. Naja, sagen wir so, wenn es 2018 ist und du Kaberpulver von 2015 oder sogar 14 essen tust, trinken tust. Da waren überall Würmer drin. Auf jeden Fall, aufgrund deshalb finde ich es immer gut, wenn das Ablaufdatum bleibt. Weil das spart einem ekelhafte Dinge. Wenn du so ein Produkt guckst und sagst, ah, da steht dran, der 13.06.2022, also heute zum Beispiel. Nur wir haben 2030 in dem so als Beispiel. Also zum Beispiel, wenn du im Jahr 2030 ein Ding siehst von 2022, dann hat dir das Ablaufdatum dafür geholfen, dass du es wegwerfen sollst. Und in diesem Fall, dann sollst du es ja nicht nur wegwerfen, sondern vielleicht gleich in, ja, in sowas hier verschließen und es dann schön ins Labor bringen. Oder weit weg. Irgendeine. So. Okay, das ist gerade ein bisschen übertrieben. Trotzdem, es geht ja darum, dass alles irgendwann schlecht wird. Außer das Zeug von McDonalds, das ist halt komisch, ewig laut, den ganzen Videos. Aber ich meine, sowas, was du einfach so kaufst, wird schnell schlecht. Und deshalb ist das Ablaufdatum gut. Weil
das dann eben, sagen wir so, wenn du das Ablaufdatum liest, kann es dir dabei helfen, auch zu einzuschätzen, ob du das wirklich essen möchtest. Und das kannst du nämlich nicht, wenn das Ablaufdatum entfernt wurde. Dann kann es mal passieren, dass du zum Beispiel einen Pudding essen tust, der seit 2 Jahren abgelaufen ist oder seit 3. Ja. Das heißt, der ist auch schon alt. Und ja, den. Oder eben irgendwas trinken, das auch schon seit Monaten abgelaufen ist und dadurch richtig schlecht. So wie ich es gerade gemacht habe. Obwohl bei mir das Ablaufdatum dran stand. Aber hey, ich habe nicht hingeguckt. Zuerst, ne? Dann habe ich gemerkt, es schmeckt widerlich wie noch was. Und dann kam es erst. Trotzdem, auf jeden Fall bin ich eben dagegen, dass das Ablaufdatum abgeschafft wird. Eben nicht, weil, wie die Leute immer sagen, ja, nur weil es ein Tag abgelaufen ist, heißt das dann nicht, dass es dich umbringt. Wie gesagt, natürlich nicht. Ich habe gerade eine Buttermilch getrunken, die seit ungefähr 7 Tagen abgelaufen ist. Das ist mir auch scheißegal. Das sind nur 7 Tage. Es geht eher darum, dass ich nicht dann irgendwas zu mir nehme oder auch andere zu sich nehmen, das seit Monaten abgelaufen ist, was dann nicht so sein sollte. Weil nach ein paar Monaten ist es dann schon was anderes als ein paar Tage. Habe ich ja gerade erzählt. Ich habe eine Buttermilch geöffnet, die 3 Monate abgelaufen ist. Und das war Pudding. Und das sollte eigentlich kein Pudding sein. Es sollte eigentlich schön flüssig und so machen. Aber es war Pudding. Es war wirklich so richtig so alte Milch halt eben. Ich könnte jetzt hier noch weiter erzählen, aber ich mache es nicht. Das war's wieder mit dem Meinungsvideo. Das ist ein Meinungsvideo. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.